das Beste, was man mit vier Deppen anstellen kann oder so, habe ich gelesen. Das ist nämlich Depp Jones, das ist Bela B., das ist Becky Beckmann, das ist Rodrigo und das ist Bela C. oder Om. Wie auch immer. Und ihr macht also keinen melodiösen Hardrock? Wir machen keinen melodiösen Hardrock mehr, wir machen jetzt religiösen Hardrock. Wie darf ich das verstehen? Ja, ich meine, irgendwann muss jeder mal vor seinen Schöpfer treten und wir haben dem ja eine Menge zu verdanken. Mhm. So. Wenn es also nicht melodiöser Hardrock ist, was ich auch nicht gerade bestätigen kann, weil ich habe es eben gesehen, dann ist es zumindest nicht schön, aber laut und stellenweise sogar sehr schön. Man könnte auf die Idee kommen zu sagen, es wäre Heavy Metal, aber dann versteht ihr euch ja wiederum auch nicht als Heavy Metal Band, oder? Es ist ein bisschen differenzierter, ne? Ich weiß nicht, meine Stimme, abgesehen davon, dass sie eh fertig war heute und ist, irgendwie hat ja mit Heavy Metal auch nicht so sehr viel zu tun. Und auch die Songs sind nur bedingt am klar Heavy Metal Einfluss, weil das eine sehr wichtige Influenz hier war für uns. Geile Mucke. Er war in der Kiss-Army zum Beispiel und so, und ich habe auch alle Kiss-Platten und sowas. Aber genauso Punkrock war, weiß ich nicht, war wahrscheinlich das Wichtigste für uns, bis auf ihn. Er ist Mitglied in der Funk Nation. Und irgendwie ist das, also weiß ich nicht, wir machen die Songs so, dass das eigentlich jeder von uns zufrieden ist. Ich bin ja mehr Mitglied in der katholischen Kirche. Ja, das Thema hatten wir schon. Ja. Ja, aber so die Kirchen. Nein, Quatsch. Also ich komme, Heavy Metal habe ich ja nicht so viel mit am Hut, aber ich habe ja in meinen ersten Bands mehr so Deep Purple und Black Sabbath gespielt. Deshalb ist das auch schon. Es ist schon da. Also, man könnte aber auch meinen, dass ihr ziemlich viel. Da ist das Metall da, habt ihr gestern gekriegt, ihr Wichs. Ach, hör auf. Wir sind ja im Fernsehen. Ich hab's ja, wie gesagt. Aber Hardcore mögt ihr auch, oder? Ja, natürlich, klar. Wen denn zum Beispiel? Suicidal Tendencies. Auch bei der gleichen Platte. Nee, es gibt eine neue Band aus New York, die heißen Sloppy Seconds, so eine Schülerpunk-Band, die sind großartig. Und dann gibt es eine Christen-Hardcore-Band, die heißen One Bad Pick, die sind auch gerade ganz groß bei uns. Die sind auch sehr gut. Aus Berlin, die haben auch hier gerade gespielt. Sicher so. Also wir sagen jetzt natürlich nicht so die guten Hardcore-Bands, wo jeder draufsteht, wie Fugazi und Bad Religion und so. Weil das wäre ja doof, sich damit zu schmücken, dass wir die mögen. Ja, das wäre ziemlich doof, sich damit zu schmücken, dass wir die mögen. Wir fühlen uns verwandter zu Bands wie Face No More, 24/7 Spice, sowas, so Crossover-Dinge, die irgendwie nicht so leicht zu packen sind irgendwie. Mit Ärzte oder Rainbows hat das eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun, was ihr macht? Ja, nicht, haben wir ja alles schon mal gemacht, oder? Ich meine, aber man nimmt doch immer Einflüsse mit in irgendeiner Form, ne? Also wir haben heute ein total langsames Lied gespielt, das hast du gehört. Und da war sie wieder, die ausgefeilte Gitarrentechnik. Weißt du eigentlich, dass du eine ähnliche Frisur hast wie der Typ aus Highlander? Den Film? Ja, klar kenne ich den Film. Ich habe auch eine ähnliche Frisur wie heißt der? Der Grieche, Jimmy James Hetfield. Oder eine ähnliche Frisur wie vor Jahren irgendwie Mitglieder der Band Bauerbau und so. Also ist alles ziemlich egal. Ich habe das nur gemacht. So. Ich dachte, geil, ich kann das nicht mehr sehen. Neben uns probt so eine Heavy-Metal-Band. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob die Christenrock machen. Dann werden sie ja wieder sympathisch, aber ja, die tragen immer so Striper-T-Shirts. Und keine Ahnung, die haben halt immer diese ausgeschnittenen Teile an und die Dauerwellen und die Jogginghosen. Jetzt im Sommer tragen sie Fahrradhosen, haben breiter gelegte Mantas. Nein! Was? Jeeps und so und fahren irgendwie GTIs mit verdunkelten Dings und Scheiben. Und der Sänger singt irgendwie, das kann ich jetzt gerade nicht vormachen. Ronny. Und sowas, dann haben wir gedacht, ja super. Also ich meine, viele Leute haben, nachdem ich von Ärzten weggegangen bin, irgendwie gemutmaßt, dass ich irgendwie Heavy Metal machen würde. Und also ich meine, die Zeitungen kommen ja auch an und so. Und da hatte ich keinen Bock drauf, also habe ich mir wenigstens versucht, mich ein bisschen davon zu lösen. Optisch auch.
Kommen komplett zu unseren Konzerten und es wundert, dass das so viel sind. Das sind bis jetzt pro Gig 160. Die kommen nur an aus Neugier und wissen überhaupt nicht, was wir machen. Und die Hälfte ist auch meistens entsetzt und geht raus. Und die andere Hälfte geht voll durch. Also bis auf Bielefeld, darum der Spruch heute. Wieso, was war in Bielefeld? Ja, ich erzähle das. Ich grüße erstmal den Mann aus Bielefeld. Der kommt an und sagt, hör mal, ich spiele in einer Hardrock-Band und ich war bei eurem Gig in Bielefeld. Und ich bin rausgegangen, ich war wütend, ihr wart lauter als Metallica vor ein paar Wochen in Hannover. Und meine Freunde sind alle rausgegangen, wir spielen sehr laut, wie gesagt, wir sind eine harte Band und so. Und wir haben ja auch schon gespielt, aber das war zu laut, wir haben alle draußen gestanden. Also das war die Premiere für uns von der Tour und das war ein bisschen gefloppt. Also in Bielefeld standen zum Beispiel auch Leute mit verschränkten Armen und Oberlippenwerten vor der Bühne und haben ihm und ihm auf die Finger geguckt. Rainbirds-Fans, war es so, also Mucker, die einfach, weil die Rainbirds hatten da dieses Image im besten Musiker Deutschlands oder sowas, so, die haben Spliff abgelöst quasi und sowas, weißt du. Also das ist halt das, total zum Kotzen, aber das wird sich schon geben, weil die Leute, wie gesagt, sind zu 50% entsetzt. Gestern im Rostov ist die Hölle abgegangen. Ich finde das total die Hölle. Das war echt, das war unglaublich. Ich war so fertig danach. Ich finde das aber nicht zum Kotzen. Ich finde das wirklich lustig, wenn irgendwie total viele verschiedene Menschen total viele verschiedene Dinge erwarten. Und das, was wir machen, sind ja auch total verschiedene Dinge. Es ist Crossover beim Publikum wie bei uns und das ist genau das, was wir wollen. Das finde ich das Tolle an Bands wie 24/7 Spies, dass die halt von in einem Stück vier verschiedene Stile spielen. Das heißt also, die Hardcore-Fans müssen mit den Hip-Hop-Fans in einem Raum stehen, ein ganzes Konzert lang. So was finde ich klasse. Ja. Die übrig bleiben, die sind, also mit denen könnte man ein neues Deutschland machen übrigens. Wir finden uns da ziemlich in der Nähe, weil bei uns ist halt mehr der Hardrock als bei denen irgendwie. Gerade die letzten 10 Jahre, da ist so viel Verschiedenes passiert an Stilrichtungen und da kann eigentlich nur noch sowas, so ein Crossover, so eine Mischung rauskommen. Kann gar nichts anderes mehr passieren, weil einfach ständig gute Bands kommen, egal in welcher Richtung, in welcher Musikrichtung. Ich wüsste auch nicht, was man jetzt völlig Neues erfinden sollte. Natürlich nicht. Ich meine, das war schon alles da. Das einzige Ziel, was man eigentlich haben kann, ist, dass irgendwie so Jazz-Rotal sich endgültig auflösen und ähnliches, weißt du? Dass irgendwie vielleicht Karl-Heinz Böhm irgendwie seinen Titel aufgibt als Retter der Welt und den an Phil Collins abgibt, dann werden wir den auch los. Und dass der Regenwald entweder verschwindet oder gerettet wird, damit wir das Ding nicht mehr sehen müssen. Weißt du? Das sind so eine Sachen, die mich einfach nerven irgendwie komplett. Weil irgendwie direkt am Volk und so sind wir direkt dran an den Kids und so. Und wir sagen denen, ich denke, dass wir denen mehr sagen, als so irgendwie so ein hochgestochener Scheiß und so. Damit wird auch nichts geändert. Gelder verschwinden in Afrika und so eine Scheiße. Irgendwie Gelder, die gespendet wurden von irgendwelchen Leuten, die wahrscheinlich nichts haben oder nicht sehr viel haben. Und das finde ich einfach komplett zum Kotzen. Ich dachte halt immer so,
dass Musik etwas ist, was Leute zusammenbringen und nicht auseinanderbringen soll. Und das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, speziell seitdem ich irgendwie diese Sendung mache, dass sich Fans verschiedener Musikrichtungen nicht abkönnen. Ne? Das also, das ist also eine, bei den Bands ist das ganz anders. Die Bands unterhalten sich backstage auch mit irgendwelchen Pop-Bands und unterhalten sich Metal-Bands und die haben da gar nicht so einen Stress mit, aber die Fans irgendwie. Wenn du zugibst, du gehst zu einem Hardcore-Konzert und gibst aber zu, dass du auch irgendwie Prince-Fan bist oder so, dann bist du echt völlig unten durch und kannst echt froh sein, wenn du keinen Ärger kriegst. Ne? Klar, ich meine, das ist einfach verdammt, es ist nicht wichtig, irgendwie, ob einer eine Kutte trägt und der andere irgendwie seinen Armani-Anzug oder so. Das Wichtige ist, dass du frei bist im Kopf und du kannst machen, was du willst. Und das Wichtige ist, ich meine, was hier in Deutschland gerade passiert, dass keiner das sieht, ey, die Ampeln sind auf Rot irgendwie. Keiner kapiert, dass das hier irgendwie, dass das, was die Bundesregierung da mit uns anstellt, irgendwie so, dass das irgendwie wahrscheinlich irgendwann zum Selbstmord führt. Also ich meine, die DDR-Leute dezimieren sich selbst, die schmeißen sich in ihre Audi 100, ohne mit diesen Dingern umgehen zu können, sitzen da wie im Raumschiff und so ein Zeug. Natürlich sind die froh, dass die jetzt erstmal kaufen können und damit hättest du wieder eine Wählerstimme mehr, so ein Scheiß, weißt du. Und dann laufen Jugendliche auf der Straße rum und hauen, der eine hat eine Glatze, der andere lange Haare, das ist ein Grund, sich nicht zu mögen. Mhm. Völliger Schwachsinn. Und ich meine, das kannst du mit Musik machen. Ich habe die 24/7 Spice kennengelernt, die sind aus der Bronx, ich war in Amerika, die haben mich Schwarze nur angemacht, wenn ich da in der schwarzen Gang rumgelaufen bin. Die Typen sind aus der Bronx, die haben mit mir gesoffen, so ganz normal. Mhm. So, weißt du, und voll korrekt. Das habe ich jetzt, ich war da jetzt auch gerade und das habe ich auch gemerkt, dass so die Grenzen zwischen schwarzer und weißer Musik und Musikern total mittlerweile ein bisschen besser verschwimmen, dass du also auch zum Rap-Konzert gehen kannst und da sind halt auch Weiße und umgekehrt viele schwarze Kids bei irgendwelchen weißen Underground-Bands. Das war vor ein paar Jahren, glaube ich, noch ganz, ganz anders. Bei 24/7 Spice war alles voll mit Weißen. Und Schwarzen, das fand ich echt gut. Ja, die haben gesagt, was haben sie im Interview gesagt? Sobald du irgendeinen Hardrock-Lick drin hast, dann bist du sofort ein Rassenverräter. Das haben die, also ich meine, das haben sie in irgendeinem Fettchen gesagt. Das ist ja auch so, weißt du? Aber keine Ahnung, also wir leben hier in Deutschland, ich denke, hier ist das fast genauso schlimm. Berlin verwandelt sich langsam in so ein kleines Harlem oder so. Das wird immer schlimmer da. Ja, keine Ahnung, wir können da nur Musik machen und machen wir das halt und denken, dass wir damit die Welt verändern. Wenigstens die 160 Leute, die kommen und von denen auch nur 80, weil die anderen 80 rennen ja raus. Gestern waren 351. 200 waren da. 300 Zahlen. 315. Wo ist Suse? Das stimmt. Du bist aufgestanden, aufs Klo gegangen, da kam Suse an und hat gesagt 200 Zahlende. Der Rest waren Gaffer und irgendwie, was ist so, Gästelistenschleimer irgendwie. Ja, gut. Die Platte, welche da heißt? Return to Karamba. Das kann ich nur bestätigen. Return to Karamba. Originelle Stadt, die trinken ja auch das Bier aus diesen hübschen kleinen Reagenzen.